Ja, X Kappa HD zurück. Na, jetzt habe ich mich heute mal auf den PC gewagt und gleich zweimal hat Fraps die Aufnahme richtig schön irgendwo gecuttet, wo ich es überhaupt nicht wollte. Aber YOLO, obwohl ich überhaupt nicht auf die Taste gekommen bin. Aber zurück zum normalen Thema, was ich jetzt sagen wollte. Normal bin ich ja Consolero, aber heute mal auf dem PC unterwegs. Nämlich mit BMG. Ihr seht schon hier eine Tech-Demo. Ich will mir die Alpha-Version noch kaufen. Hier sieht man schon. Das ist quasi ein Darstellungsding von Fahrengine. Halt auch von Schadensmodell her und so. Sieht man schon hinten Reifen zerfetzt, da die ganze Radaufhängung. Also, das ist hier gerade das Tech-Demo. Aber ich kaufe mir über Steam Vollversion quasi. Und da werde ich schon ein paar Videos bringen. Ich werde jetzt hier das mal so kurz wie möglich halten. Denn nicht, dass ich wieder irgendwo versehentlich raufkomme, aber ist mir jetzt egal. Ach, ich mache jetzt das Video so lange wie ich will. Einfach mal das von davor. Auf jeden Fall. Da werde ich dann schon ein paar Videos bringen, weil da gibt es dann einige Mods, richtig geile. Dann erkläre ich, also im Vollwertspiel erkläre ich das noch. Bis dahin könnt ihr in den Kommentaren schreiben, was ihr hier noch sehen wollt, also was ich hier alles machen soll. Könnt ihr alles schreiben? Ich werde es hundertprozentig machen, weil ich habe selbst Bock drauf. Oh shit. Natürlich performance-technisch. Ich habe keinen High-End-PC, aber ich denke, es reicht. Also, denke hier, das ist schon ausreichend. Schatten sind da. Läuft auch eigentlich immer flüssig. Nur in der letzten Aufnahme bin ich mal so einen Berg raufgefahren. Und ist fast gar nichts mehr gegangen, ey. So hier läuft es eigentlich. Kann man anschauen. Kein Problem, aber einmal da in der letzten Aufnahme, ey, da war es wirklich richtig heftig, ey. Hab mir gedacht, was denn jetzt los, Alter? Bin im bloßen Berg raufgefahren, aber ja, da hauen wir jetzt einfach mal die Framerate in den Keller rein. Ist ja egal. Auf jeden Fall, ja, schreibt in die Kommentare, was ich noch machen soll. In der Vollversion werde ich dann mit Mods fahren, was machen. Und ich werde in der Videobeschreibung verlinken, die Tech-Demo, die kann man sich gratis runterladen, falls irgendwer Bock drauf hat, kann man sich einfach runterladen und glaubt mir, habt einen Heidenspaß. Bis man am Anfang durchblickt, dauert ein bisschen, ich kann vielleicht auch nochmal ein Tutorial aufnehmen, wo ich das ein bisschen erkläre, die grundlegenden Sachen, werde ich vielleicht noch jetzt machen. Falls sich das wirklich wer runterlädt, bleibt auf meinem Kanal. Da kommt noch ein Tutorial zu den grundlegenden Sachen, welche Steuerungselemente wichtig sind. Ich habe selbst noch nicht alles heraus, aber die grundlegenden Sachen kann ich schon mal erklären. Hier, also vom Schadensmodell her. Ich habe GTA Online, 365 Spielstunden. Und ich habe noch nie so krass verbeulte Karren erlebt. Also, GTA ist ein Scheiß dagegen. Also muss man wirklich sagen. GTA hat kein schlechtes Schadensmodell, aber gegen das ist es ein Scheiß, also wirklich, das ist überhaupt nichts. Das hier, also das Schadensmodell im neuen GTA wäre ziemlich nervig, wenn man ehrlich ist, weil in GTA, wenn du bei einem Überschlag oder bei einem Stunt, schaut hin, wenn deine Karre so im Arsch wäre, also alles so zerbeult, Radaufhängung kaputt und so weiter, dann wird es keinen Fun mehr machen, weil wenn man hier mal irgendwo dagegen fahren. Ich hier mal um, weil da war eine Rampe. Fahren wir gleich mal dagegen. Wenn du jetzt zum Beispiel in GTA, da vorne diese große Rampe, auf die ich jetzt zufahre. Die ist in GTA zum Beispiel. Wenn du darauf zufährst, wird nicht viel passieren. Im Singleplayer würdest du vielleicht aus der Windschutzscheibe fliegen, aber sonst an deinem Auto eigentlich so normal nichts Dramatisches, wenn du hier so im Eck aufknallst. Und hier kann ich das gleich mal demonstrieren, wenn du hier so am Eck aufknallst, dann zerlegt sie die komplette Karre. Also, das in GTA wäre wirklich ein bisschen nervig, wenn du in der Verfolgungsjagd wärst. Dein Charakter wird sogar überleben. Ich meine, jetzt in GTA. In echt wirst du sowas nicht überleben in so einem alten Pickup. Aber in GTA, wenn dein Charakter wird überleben in der Verfolgungsjagd, musst du aussteigen, weil deine Karre nicht mehr geht. Bist am Arsch. Also, das Schadensmodell gehört im BMG.
GTA-Schadensmodell gehört in GTA. Schluss aus. Aus mit der Diskussion. Aber das hier ist wirklich krass und es macht auch richtig Spaß, hier so Karren zu zerstören. So Vollversion wird es da noch ein Stück geiler, weil da gibt es halt zig Mods von deinen Lieblingsautos, deine Lieblingsrennstrecken gibt es alle als Mods. Das ist halt schon richtig geil und du kannst es halt alle mit diesem Schadensmodell fahren. Also wirklich nice. Also hier, wenn man sich das gönnt, wie die Karre, dass sich da um den Block da drum biegt. Also die biegt sich wirklich drum. Also richtig nice. Und ich denke mal, das wäre es dann auch für das Video. Ich will es nicht zu lang machen. Schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt, wo ich hinfahren soll, wie ich es zerstören soll, ob ich es mit einem schnellen Auto machen soll oder mit einem langsamen, mit dem hier, der schnell umfliegt, oder mit einem flachen, sportlicheren Version. Könnt ihr alles in die Kommentare schreiben, mache ich sicher. Würde mal sagen, hier noch ein Jump. Wenn wir hier rumkommen, yeah. Hier gegen den Baum. So, geil, meine Stoßstange hängt am Baum, hat sich um den Baum gewickelt. Läuft da, oder? Auf jeden Fall. Ja, schreibt in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt, was ich mit welchem Wagen machen soll. Und bis dahin, haut rein!